Ich lese gerne mal eine gute Streitschrift. So auch zuletzt das Buch Der neue Klassenkampf, die wahren Gründe für Flucht und Terror von Slavoj Žižek. Ich rede ja in meinem Kanal oft davon, dass man sich nicht polarisieren lassen soll von dem halbgaren Meinungsbrei, der uns da draußen unentwegt begegnet. Hier kommt also ein Titan zu Wort, der mit Leichtigkeit die Polarisierungsheuchelei zertrümmert und kein Tabu unberührt lässt. Ein Philosoph nach meinem Geschmack. Slavoj Žižek wird in der Öffentlichkeit gerne mal als der berühmteste Philosoph der Gegenwart präsentiert. Sicherlich ist er einer der populärsten. In der Regel wird er mit den Worten vorgestellt, er sei der berühmteste Marxist der Gegenwart. Was allerdings nur begrenzt greift, denn Žižeks Beziehung zum Kommunismus und dem linken politischen Spektrum ist sehr durchwachsen und wechselhaft. Das wird in diesem Video auf jeden Fall schnell deutlich. So ist Slavoj Žižeks Denkrichtung vielmehr von dem französischen Psychoanalytiker Lacan beeinflusst und dies merkt man Žižeks Schreibe unentwegt an. Da Assoziationsketten und gewagte Analogien ihm wichtiger sind als ein trockenes Meißeln an einem philosophischen Granitblock. Žižek ist somit all das, was Hegel nicht ist, obwohl sich beide im selben Universum des dialektischen Materialismus bewegen. Slavoj Žižek auf simple linke Parolen zu reduzieren, verbietet sich. Denn seine Auseinandersetzung mit dem Kommunismus ist dafür einfach viel zu ironisch. Und leere Gesten behagen ihm ohnehin nicht. Hier erweist sich Žižek als ein hervorragender Polarisierungsgegner. So ist er bei unserer gewohnten Social-Media-Empörungskultur geradezu schonungslos. Geheuchelte Betroffenheit zieht bei ihm nicht. Wer glaubt, mit etwas Klicktivismus die Welt verändern zu können, wird hier harsche Worte finden. Doch, ich möchte ihn selbst zu Wort kommen lassen. Hier mit einer Passage, die deutlich macht, dass das hier kein Starbucks-Sozialist ist. Die Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris verkomplizieren die Sache zusätzlich. Ja, diese Anschläge sind bedingungslos zu verurteilen. Aber es gibt ein Aber. Nein, keinerlei mildernde Umstände, doch sie müssen wirklich verurteilt werden. Und dafür ist mehr vonnöten als das schlichte, pathetische Spektakel der Solidarität von uns allen, freien, demokratischen, zivilisierten Menschen gegen das mörderische, islamistische Monster. Schon allein die Form der Anschläge sollte uns zu denken geben. Sie ist eine momentane, brutale Unterbrechung des normalen, alltäglichen Lebens. Bezeichnenderweise stehen die Angriffsziele nicht für das militärische oder politische Establishment, sondern für die alltäglichen Vergnügungskulturen. Angegriffen werden etwa Restaurants und eine Konzerthalle für Rockmusik. Eine solche Form des Terrorismus als vorübergehende Störung ist vorwiegend für Angriffe auf hochentwickelte westliche Länder charakteristisch, während Gewalt in vielen Ländern der Dritten Welt zum täglichen Leben gehört. Man denke nur an den Kongo, Afghanistan, Syrien, den Irak oder den Libanon. Wo bleibt der Aufschrei internationaler Solidarität, wenn dort Hunderte sterben? Wir sollten uns daran erinnern, dass wir unter einer Art Kuppel leben, wo terroristische Gewalt eine Bedrohung darstellt, die nur von Zeit zu Zeit explodiert, im Unterschied zu Ländern, deren Alltag mit direkter Beteiligung oder Komplizenschaft des Westens von pausenlosem Terror und äußerster Brutalität bestimmt wird. Dass Žižek kein eindimensionaler Liberaler ist, wird spätestens dann deutlich, wenn er anfängt, Peter Sloterdijk zu zitieren. An einer Stelle schreibt Žižek: Was also soll man mit den hunderttausenden verzweifelten Menschen tun, die sich im Norden Afrikas oder an den Küsten Syriens sammeln, um endlich Krieg und Hunger zu entfliehen? Die versuchen, das Meer zu überqueren, um in Europa Zuflucht und Asyl zu finden. Darauf gibt es gemeinhin zwei Antworten, die beide als Varianten ideologischer Erpressung erscheinen, da sie bei uns, den Adressaten, irreparable Schuldgefühle wecken. Die Linksliberalen fragen empört, wie Europa es zulassen kann, dass tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken. Sie plädieren dafür, dass Europa sich solidarisch zeigt und seine Türen weiter aufmachen solle. Populistische Einwanderungsgegner indes fordern dazu auf, die europäische Lebensweise zu schützen und sind der Meinung, Afrikaner und Araber sollten ihre Probleme selbst lösen. Beide Lösungen sind schlecht, aber welche ist schlechter? Um Stalin zu paraphrasieren, sie sind beide schlechter.
Die größten Heuchler sind fraglos diejenigen, die offene Grenzen fordern. Insgeheim wissen sie, dass es dazu nie kommen wird, weil dies sofort eine populistische Revolte in Europa zur Folge hätte. Sie inszenieren sich als schöne Seelen, die über der korrumpierten Welt stehen, aber letztendlich wissen sie ganz genau, dass sie selber Teil davon sind. Hier ist also jemand, der den Mut hat, die Dinge beim Namen zu nennen, ohne dabei die humanistischen Grundsätze zu verlieren. Und auch beim Thema EU nimmt sich Žižek nicht zurück. Hierzu schreibt er: Jene, die den fortschreitenden Niedergang der EU beklagen, scheinen deren Vergangenheit zu idealisieren, denn die demokratische EU, die sie zu verlieren glauben, hat es nie gegeben. Die derzeitige EU-Politik ist nur mehr ein verzweifelter Versuch, Europa für den neuen globalen Kapitalismus fit zu machen. Die übliche linksliberale Kritik an der EU, sie sei prinzipiell in Ordnung, habe halt nur ein Demokratiedefizit, lässt die gleiche Naivität erkennen, die früher auch Kritiker der damals kommunistischen Länder aufwiesen, denn im Grunde genommen unterstützen sie diese, indem sie lediglich deren Mangel an Demokratie beklagen. In beiden Fällen jedoch ist das Demokratiedefizit ein unabdingbares Element der Gesamtstruktur. Für Žižek steht auch fest, dass sich die Linksliberalen Europas von einigen Tabus trennen müssen. Die Kritik am Eurozentrismus sei verfehlt, denn gerade jetzt ist es an der Zeit, dass wir unsere europäische Sichtweise hochhalten, da wir auf der globalen Bühne mit einigen konkurrierenden Modellen kollidieren, die gegenwärtig deutlich mehr Boden machen, während unsere eigenen sozialdemokratischen Parteien in die Bedeutungslosigkeit abdriften. Häufig nicht ganz unverdient. Wir müssen uns vor der Selbstkasteiung trennen, ständig Europa als die Ursache der Misere der Dritten Welt zu deklarieren und sollten stattdessen größere Zeichen bei jenem Wettbewerb setzen, der in Afrika längst Realität ist. Denn es ist eine typische Masche der linken Kräfte, den Menschen in Afrika ständig erklären zu müssen, dass der Kapitalismus ihre Welt und ihre Lebensgrundlage zerstört. Doch hierin liegt ein Widerspruch. Denn der Kapitalismus hält gegenwärtig einen Siegeszug in Afrika, doch es ist ein neuer Kapitalismus, global und mit sogenannten asiatischen Werten. Hierin liegt freilich eine Ironie, dass das größte kommunistische Land der Welt, also China, gegenwärtig den Turbokapitalismus nach Afrika exportiert und da sie mit extrem viel Geld auf die Bühne treten, verbuchen sie auch immense Erfolge. Und schließlich, wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass der Schutz unserer Lebensweise eine protofaschistische oder rassistische Ideologie ist. So schreibt Žižek dazu: Jedoch kann den Sorgen der einfachen Leute, die um die Bedrohung der eigenen Lebensweise kreisen, auch von einem linksliberalen Standpunkt aus begegnet werden. Bernie Sanders ist ein lebender Beweis dafür. Die wahre Bedrohung für unsere westliche Lebensweise sind nicht die Immigranten, sondern es ist die Dynamik des globalen Kapitalismus. Allein in den USA haben die jüngsten wirtschaftlichen Veränderungen in kleineren Städten eine größere Zerstörung des Gemeinschaftslebens bewirkt als sämtliche Immigranten zusammen. An der Stelle würde ich einwenden, dass das in Deutschland nicht viel anders ist. Die linksliberale Standardreaktion auf solche Entwicklungen ist natürlich ein arroganter Moralismus nach dem Motto: In dem Moment, wo wir den Schutz der eigenen Lebensweise als Motiv akzeptieren, schwächen wir unsere Position, da wir dann lediglich eine moderate Version dessen vorschlagen, was die populistischen Einwanderungsgegner in unverhohlener Drastik verfechten. Ist das nicht die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte? Die Parteien der Mitte lehnen den offenen Rassismus des immigrationsfeindlichen Populisten ab, beteuern aber zugleich, die Sorgen der einfachen Leute zu verstehen und betreiben eine vernünftigere Version derselben Politik. Die authentische Antwort der Linken auf diese liberale Moral sollte sein, nicht diesen Schutz der eigenen Lebensweise als solchen zurückzuweisen, sondern zu zeigen, dass die Methode, mit der fremdenfeindliche Populisten unsere Lebensart verteidigen, eben diese de facto in viel größerem Maße bedroht als alle Einwanderer zusammen. Was Žižek hier in 2015 schreibt, ist vermutlich ein wenig das, was Sarah Wagenknecht mit ihrer Aufwärtsbewegung gegenwärtig versucht. Es ist sicherlich ein Wunderpunkt, der Žižek von seinem Philosophenfreund Yannis Varoufakis trennt. Sie sind beide die Gründer von Diem25, doch bei der Frage von Grenze und Migration waren sie sich noch nie einig. In seiner Abrechnung mit den klassischen Linksliberalen geht Žižek noch weiter. Er bescheinigt ihnen ständige Rückgratlosigkeit im Umgang mit dem Islam.
Doch hierbei geht es ihm vor allem um die typische Alltagsheuchelei, die darin besteht, unentwegt das Christentum zu zerpflücken, während man sich beim Islam, aber auch beim Judentum zumeist auf die Unterlippe beißt. Eben weil man nicht als islamophob oder antisemitisch gebrandmarkt werden möchte. Das bedeutet aber auch, dass humanistische Kräfte unentwegt vor dem rechtsradikalen Pöbel der Straße einknicken. Und dass unsere Intellektuellen hier in Deutschland zu all diesen Themen schweigen, das wird die letzten Jahre vielen aufgefallen sein. So überlässt man das Podium Thilo Sarrazin und Alexander Gauland und wundert sich, dass alles den Bach runtergeht. Hierbei identifiziert Žižek ohnehin ein faszinierendes Paradox in der asymmetrischen Beziehung zwischen dem Islam und den europäischen linksliberalen Kräften. Hierzu schreibt er: Die europäische Gemeinschaft der Muslime trifft auf ein paradoxes Dilemma. Die einzige politische Kraft, die sie nicht zu Bürgern zweiter Klasse degradiert und es ihnen erlaubt, ihre religiösen Vorstellungen zu leben, ist die der gottlosen atheistischen Liberalen, während diejenigen, die ihrer religiösen Praxis am nächsten steht und quasi ihr christliches Spiegelbild verkörpert, ihr schlimmster politischer Feind ist. Das Paradox besteht darin, dass nicht diejenigen, die die Mohammed-Karikaturen zuerst veröffentlichten, sondern diejenigen, die sie aus Solidarität zur Idee der freien Meinungsäußerung ebenfalls zeigten, die wahren Verbündeten der Muslime sind. Im Mittelpunkt des schmalen Buchs steht ein Themenblock, den Žižek als die politische Ökonomie der Flüchtlingsbewegung bezeichnet. Es dauert also schon mal 40 Seiten, bis es wirklich deutlich wird, dass Slavoj Žižek auch tatsächlich ein Linker ist. Bis dahin war es nur begrenzt erkennbar. Doch das macht dieses Buch auch so spannend. Doch nun legt er gleich eine ganze Hand in die größte Wunde unseres gegenwärtigen Zeitgeistes. Heute, hier und da scheinen wir zu feige, zu träge und zu schwach zu sein, die Probleme wirklich anzupacken. Wir können rassistische Transparente aus Pappe basteln, den Flüchtling beschimpfen als die Ursache unserer Misere, als Alternative dazu, uns mit den wahren Schuldigen zu befassen. Doch das wären dann Menschen mit Macht, Ansehen und vor allem Menschen, die kein Gesicht haben. Das brauchen sie auch nicht. Sie haben dafür den Politiker, der Bürger mit der Vorbildfunktion. Und daran tragen wir eine Mitschuld, denn wir haben es über die Jahrzehnte den verantwortlichen Konzernen erlaubt, die Hintergründe unseres Lebensstils zu organisieren. Sie ernähren uns, sie kleiden uns ein, sie geben uns Unterhaltung. Unsere notorische Heuchelei ist hierbei vorprogrammiert. Žižek schreibt dazu: Ein guter Ansatz für diese Analyse ist die Betrachtung dessen, was man nicht anders bezeichnen kann als die politische Ökonomie der Flüchtlinge. Wir müssen eine klare Kenntnis davon erlangen, was und wer solche Massenbewegungen verursacht. Der erste Schritt ist selbstverständlich, die eigentliche Ursache ebenso in den Dynamiken des globalen Kapitalismus ausfindig zu machen, wie in den Abläufen militärischer Interventionen. Kurzum, im anhaltenden Durcheinander der neuen Weltordnung, dem wahren Gesicht unserer Zeit. Es wird den Afrikanern, wenn man sie sich selbst überlässt, nicht gelingen, ihre Gesellschaften zu ändern. Warum nicht? Weil wir Westeuropäer sie daran hindern. Es war die europäische Intervention in Libyen, die das Land ins Chaos stürzte. Es war der US-amerikanische Angriff auf den Irak, der die Bedingungen für den Aufstieg des IS schuf. Der anhaltende Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik zwischen dem christlichen Süden und dem muslimischen Norden ist nicht einfach nur ein Ausdruck ethnischen Hasses, sondern wurde durch die Entdeckung von Ölvorkommen im Norden ausgelöst. Frankreich mit den Muslimen verbunden und China mit den Christen verbunden, kämpfen nun mit Hilfe ihrer Stellvertreter um die Kontrolle über das Öl. Und weiter heißt es auf Seite 40, bereits im Jahr 2001 hatte eine UN-Untersuchung zur illegalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen im Kongo gezeigt, dass es beim dortigen Krieg hauptsächlich um den Zugang zu, die Kontrolle über und den Handel mit den 5 wichtigsten Bodenschätzen geht: Coltan, Kobalt, Kupfer, Gold und Diamanten. Hinter der Fassade ethnischer Kriege erkennen wir das Wirken des globalen Kapitalismus. Der Kongo existiert heute nicht mehr als ein einheitlicher Staat. Er besteht aus einer Vielzahl von Territorien, die von Warlords beherrscht werden, die jeweils einen Flecken Land mit einer Armee kontrollieren, in der regelmäßig drogenabhängige Kinder kämpfen. Jeder dieser Kriegsherren unterhält Geschäftsverbindungen zu ausländischen Unternehmen, die, in der Hauptsache, die Bodenschätze der Region ausbeuten.
Die Ironie besteht darin, dass viele dieser Bodenschätze in Hightech-Produkten wie Laptops und Handys verwendet werden. Vergesst die angeblich wilden Bräuche der Bevölkerung vor Ort. Wenn man die ausländischen Hightech-Firmen einmal aus der Gleichung streicht, fällt das ganze Kartenhaus der ethnischen Konflikte, die vorgeblich von alten Leidenschaften getrieben werden, in sich zusammen. Hier sollten wir ansetzen, wenn wir den Afrikanern wirklich helfen und den Zustrom von Flüchtlingen wirklich stoppen wollen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die meisten Flüchtlinge aus gescheiterten Staaten kommen, in denen die Hoheitsgewalt zumindest in weiten Teilen mehr oder weniger außer Kraft gesetzt ist. Syrien, Libanon, Irak, Libyen, Somalia, Kongo, Eritrea. Der Zusammenbruch der dortigen Staatsgewalt ist kein lokales Phänomen, sondern die Folge der internationalen Politik und Wirtschaft, in manchen Fällen, wie in Libyen und im Irak, sogar das unmittelbare Resultat einer westlichen Intervention. An dieser Stelle warnt Žižek aber, gerade wir Europäer dürfen es mit dem Schuldbekenntnis nicht übertreiben, zumal es kontraproduktiv ist, ganz egal, wie sehr es zutrifft oder nicht. Vergessen wir nicht, dass Deutschland und Frankreich strikt gegen den Irakkrieg waren. Und der Irakkrieg ist eine kausale Vorstufe des Syrienkriegs, insbesondere angesichts des damals rapiden Aufstiegs von Daesh vom Islamischen Staat. Und ebenso wie die meisten von uns ausdrücklich gegen die Bombardierung von Libyen waren, ausgeführt von Barack Obama und Hillary Clinton, tragen wir in Europa hier nun die Konsequenzen dieser kurzsichtigen und völkerrechtlich fragwürdigen Intervention. Der Zusammenbruch Libyens hatte eines der größten Einfallstore für den Flüchtlingsstrom geöffnet. Heute wird diese Schleuse von irgendwelchen Warlords reguliert, die sich aus Europa schmieren lassen und dafür die Flüchtlinge in Konzentrationslager stecken, wo die Frauen zu Tausenden massenvergewaltigt werden und die Männer versklavt. Sieht man sich das aus einer gewissen Distanz an, drängt sich der Gedanke auf, dass wir hoffnungslose Speichellecker der USA sind. Anstelle uns endlich mal die politische Wut für diese beiden Kuckuckseier, die uns die USA gelegt hatte, endlich aus den Lungen zu schreien. Warum ist das so? Warum hat ausgerechnet das unerschütterliche Bündnis USA-Israel-Saudi-Arabien am wenigsten dafür getan, dass der Flüchtlingsstrom nachlässt? Gerade das extrem reiche Saudi-Arabien hat eine klare Weigerung gezeigt, nennenswerte Flüchtlingszahlen aufzunehmen. Doch Žižek merkt hier süffisant an, dass viele Flüchtlinge einen weiten Bogen um Saudi-Arabien machen, da sie wissen, dass das ein Land ist, das de facto noch Sklaverei betreibt. Kein Thema, das uns hier allzu sehr interessieren würde. Uns interessiert nur, dass der Benzinpreis gut ist und die Flüchtlinge von unseren Grenzen ferngehalten werden. Dann können wir ruhig schlafen. Ich prangere in meinem Kanal oft und gerne die Polarisierung der Gesellschaft an. Also einen Zustand, bei dem gewisse Leute politisches, aber häufig auch ökonomisches Kapital daraus schlagen, dass wir alle zerstritten und gespalten sind. Doch kaum jemand reißt die Maske der alltäglichen Heuchelei so gekonnt nieder wie Slavoj. Und seine Schonungslosigkeit macht auch vor den Flüchtlingen nicht Halt. Sie jagen oft Utopien nach, die nicht verwirklichbar sind. Doch für Žižek müssen sämtliche Tabus aufgebrochen werden. So schreibt er auf Seite 47, die Flüchtlinge wollen nicht nur ihren vom Krieg zerrissenen Heimatländern entkommen, sie sind auch von einem Traum besessen. Immer wieder sehen wir auf unseren Bildschirmen Flüchtlinge in Süditalien und auf dem Balkan, die dort nicht bleiben wollen. Zumeist zieht es sie in die skandinavischen Länder und nach Deutschland. Und was ist mit den Tausenden, die in Calais campen und sich nicht mit Frankreich begnügen wollen, sondern ihr Leben riskieren, um nach England zu kommen? Hier sieht man das Paradox der Utopie. Gerade wenn sich Menschen in Armut, Not und Gefahr befinden und man erwarten würde, dass sie mit einem Minimum an Sicherheit und Wohlergehen zufrieden wären, explodiert die absolute Utopie. Die harte Lektion für die Flüchtlinge lautet, dass es kein Norwegen gibt. Nicht einmal in Norwegen selbst. Sie werden lernen müssen, ihre Träume zu zensieren. Statt ihnen in der Wirklichkeit nachzujagen, sollten sie sich darauf konzentrieren, die Wirklichkeit zu verändern. Und weiter heißt es auf der Seite 49. Kurzum, die Flüchtlinge wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Sie erwarten im Grunde genommen, die Vorzüge der westlichen Wohlfahrtsstaaten nutzen zu können, ohne ihren eigenen Lebensstil zu ändern, dessen Grundzüge jedoch teilweise nicht mit den ideologischen Grundlagen westlicher Sozialstaaten vereinbar sind. Deutschland betont immer wieder gerne, wie überaus wichtig es sei, die Flüchtlinge kulturell und gesellschaftlich zu integrieren. Dabei stellt sich freilich die Frage, die an einem weiteren Tabu rüttelt: wie viele von ihnen tatsächlich integriert werden wollen.
Was ist, wenn das Hindernis der Integration gar nicht nur der westliche Rassismus ist? Man sollte sich von dem Klischee verabschieden, dass die Flüchtlinge, die in die bürgerliche Gesellschaft Europas eindringen, die wahren Proletarier unserer globalisierten Weltordnung seien, die nichts zu verlieren haben außer ihre Ketten. Es gibt sowohl in Europa als auch im Nahen und Mittleren Osten eine Klassenteilung. Und die Schlüsselfrage ist, wie diese unterschiedlichen Klassendynamiken interagieren. Für Žižek liegt das Problem auch in der Definition des EU-Begriffs Reisefreiheit. Wir haben hier eine Reisefreiheit, auf die wir als Europäer stolz sind, allem voran das Schengener Abkommen. Doch das ist in Wirklichkeit ein Netzwerk zum Transport von Konsumgütern. Wir dürfen grenzüberschreitend konsumieren. Wir können uns auch selbst in Bewegung setzen und den Zielort unserer Reise konsumieren. Wir können am Zielort auch länger bleiben und dort arbeiten, sodass wir uns mehr Konsum leisten können. Das ist aber nicht, wie es der Flüchtling rezipiert. Für ihn ist die Reisefreiheit eine ungewöhnliche Regelung, die ihm erlaubt, sich so lange durch Europa zu bewegen, bis er an einem der Hotspots angekommen ist, die am meisten von der Wohlstandslegende betroffen sind, welche während der Migration aufgebauscht wurde. Wollen wir also die Migration in den Griff bekommen, ist es tatsächlich zwingend notwendig, dass auch die Flüchtlinge ihre Erwartungen reduzieren und Kompromisse eingehen, so wie auch wir materielle Kompromisse eingehen müssen. Doch damit sind wir tief in der Problematik des ganzen Kulturclashs. Gerade in Deutschland ein empfindliches Thema. So bemängelt Žižek, dass es ein auffälliger Widerspruch ist, dass gerade radikal gestrickte Kulturen, und er nennt hierbei zum Beispiel den Schwulenhasser Robert Mugabe oder die frauenfeindliche Terrorgruppe Boko Haram, ihren Kulturkampf als ein Abschütteln der kolonialistischen und postkolonialistischen Unterdrückung durch den Westen definieren. Hierbei aber aggressiv gerade gegen jene Errungenschaften des Westens vorgehen, die von den Kräften vertreten werden, die eben sehr antikolonialistisch gesinnt sind. Diejenigen von uns, die also am meisten losgelöst sind von kolonialistischen und imperialistischen Gedanken, sind zugleich diejenigen, die am meisten eine Unterstützung und Entwicklung Afrikas befürworten. Doch unser Wertesystem ist in diesen Kulturräumen nur sehr begrenzt willkommen und wird oft als eine innere Zersetzung des Gemeinwesens angesehen, weil wir zum Beispiel Homosexualität respektieren und befürworten oder für das Recht der Frau einstehen. Žižek schreibt dazu, das große Rätsel lautet, warum zielen Muslime, die zweifellos Opfer von Ausbeutung, Fremdherrschaft und anderen destruktiven und erniedrigenden Aspekten des Kolonialismus waren, in ihrem Gegenschlag gerade auf das, was zumindest für uns den besten Teil des westlichen Erbes ausmacht, unseren Egalitarismus und unsere persönlichen Freiheiten, einschließlich einer gesunden Dosis von Ironie und Spott gegenüber allen Autoritäten. Die offensichtliche Antwort wäre, dass sie ihr Ziel gut gewählt haben. Der liberale Westen ist deshalb so unerträglich, weil er Ausbeutung und Gewaltherrschaft nicht nur praktiziert, sondern diese brutale Realität wie zum Hohn als ihr genaues Gegenteil verkleidet, nämlich als Freiheit, Gleichheit und Demokratie. Das ist dann natürlich eben die Wahrnehmung eines Menschen aus der dritten Welt, der hierher kommt. Letztendlich sind wir alle Teil eines etwas artifiziellen Kulturkampfs, in dem sich unentwegt Anliegen unterschiedlicher Art überlagern. So fordern wir auf der einen Seite durch den Feminismus, dass die Frau von der bigotten Oppression des islamistischen Mannes gerettet wird, sollen aber die etwas grotesken Schmerzen, die ein solcher Mann erduldet, wenn jemand eine Karikatur von Mohammed zeichnet, ebenso ernst nehmen. Wir können uns nicht mal darüber einig werden, wie wir Terrororganisationen einschätzen sollen. Das mag übertrieben klingen, doch es ist wirklich so. Man muss dann nur die Zeitung aufschlagen. So werden die schurkischen Mitglieder der Al-Qaida und der Al-Nusra-Front in Syrien plötzlich als Widerstandskämpfer hofiert und von uns unterstützt. Und nachdem Mitglieder der Taliban in Pakistan eine Region besetzten, lobte die New York Times, dass die Taliban dort endlich eine rigide Klassengesellschaft zwischen reichen Grundbesitzern und einer armen Unterschicht aufgebrochen haben. Sowas hält traditionell nicht lange. Früher oder später fangen die Taliban an, jenen Frauen, die sie mit Nagellack erwischen, die Finger abzuhacken, wie sie es in den 90ern in Kabul getan haben. Und dann werden wir uns wieder empören und online Petitionen unterzeichnen.
Und wenn wir ein paar Wochen die mutigen kurdischen Frauenbataillone feiern, die in Raqqa heldenhaft ganze Monate gegen den monströsen islamischen Staat gekämpft haben, werden wir zügig von Erdogan zurückgepfiffen, da wir nicht vergessen sollten, dass ein Kurde mit einem Sturmgewehr immer in erster Linie ein Terrorist ist. Diese Aporie, diese Komplexität unterschiedlichster Dynamiken verleitet uns oft zu weltfremden, geradezu lächerlichen Schlussfolgerungen. So wettert Slavoj Žižek an dieser Stelle: Die allgegenwärtige Selbstgefälligkeit, mit der sich die Liberalen über die Fundamentalisten lustig machen, überdeckt das wahre Problem, nämlich die versteckte Dimension eines Klassenkampfs. Das gleiche gilt übrigens für das sentimentale Pendant zu diesem sich lustig machen, nämlich für die pathetische Solidarität mit den Flüchtlingen und die nicht weniger falsche und pathetische Selbsterniedrigung von uns selbst, die wir per Definitionem schuldig sind. Die eigentliche Aufgabe besteht vielmehr darin, dass wir Brücken zwischen unserer und deren Arbeiterklasse bauen, dass wir sie, die Flüchtlinge, an einem solidarischen Kampf beteiligen. Denn ohne diese Einheit, welche Kritik und Selbstkritik auf beiden Seiten einschließt, fällt der Klassenkampf in einen regelrechten Kampf der Kulturen zurück. Deshalb müssen wir ein weiteres Tabu hinter uns lassen, nämlich die Ängste und Sorgen der sogenannten einfachen Leute angesichts der Flüchtlinge, die oft als Ausdruck rassistischer Vorurteile, wenn nicht gar eines blanken Neofaschismus, abgestempelt werden. Sollten wir wirklich zulassen, dass Pegida und Co. der einzige Weg sind, der diesen Leuten offensteht? Und weiter unten heißt es: Sich die Besorgnisse der einfachen Leute anzuhören, bedeutet natürlich in keiner Weise, dass wir auch die dahinterstehenden Grundannahmen übernehmen sollten. Die Vorstellung nämlich, unsere Lebensweise würde von außen, also von Fremden, bedroht. Die Aufgabe besteht vielmehr darin, diesen Leuten ihre eigene Verantwortung aufzuzeigen, die sie für die zunehmende Zerstörung ihrer Lebensweise tragen. Auf den letzten 10 Seiten des Buches beschäftigt sich Žižek mit der Frage, was denn getan werden muss, um diesem kulturhistorischen Sturmwetter zu begegnen. Žižeks erster Vorschlag klingt zuerst etwas schockierend, provoziert damit aber erneut unsere eigene Heuchelei hervor. So mutmaßt er über den gesamteuropäischen Einsatz der Armee, um die Flüchtlingsströme innerhalb Europas zu regulieren. Das Buch erschien eben 2015, als die Massen gerade in Ungarn, Österreich und Deutschland in Bewegung waren. Heute würde man da schnell antworten: So schlimm ist das nun auch wieder nicht mehr, die Armee kann gerne in ihren Kasernen bleiben. Doch diese Feststellung hat das Geschmäckle, dass sich die Krise im Augenblick deshalb nicht so schlimm anfühlt, außer man glaubt den rassistischen Memes der AfD-Wähler, weil man an neuralgischen Punkten im Nahen Osten und Nordafrika 2 Stöpsel dran gemacht hat. Und diese Stöpsel sind ein ethisches und philosophisches Desaster. Denn letztendlich unterliegt hier das Menschenrecht, während wir uns in einer politischen Abhängigkeit von Diktatoren befinden. Europa ist damit erpressbar geworden. Hätten wir nun eine einheitliche europäische Armee, statt bei diesem Thema ständig den Kopf in den Sand zu stecken, wären wir bei dem Thema Flüchtlinge deutlich weiter. Und Armee meint hier nicht eine aggressive Armee. Es meint eine Armee, die sozusagen die Ordnung hütet, die die Ordnung organisiert. Übrigens, mein nächstes Buch, das ich lesen werde, ist »Warum Europa eine Republik werden muss« von Ulrike Gero. Also festhalten, es wird noch turbulenter und radikaler. Denn eigentlich hat nur die Armee, die wir zumeist jahrzehntelang für Nichtstun finanzieren, die Kapazitäten, um die Flüchtlingswellen der Zukunft geordnet zu organisieren. Nach Europa, durch Europa und zu weiten Teilen aus Europa wieder raus. Žižek schreibt dazu auf der Seite 77, doch um des Chaos Herr zu werden, braucht es eine gesamteuropäische Koordination und Organisation. Dazu gehört die Errichtung von Aufnahmezentren in der Nähe der Krisengebiete, in der Türkei, im Libanon, an der syrischen und der nordafrikanischen Küste, wo Tausende registriert und digital erfasst werden müssen. Dazu gehört die organisierte Weiterreise derjenigen, die sich in Europa registrieren dürfen, sowie die geordnete Verteilung auf potenzielle Orte, an denen sie bleiben können. Das Militär ist der einzige Akteur, der eine solch gewaltige Aufgabe in organisierter Weise leisten kann. Zu behaupten, der Einsatz des Militärs für diesen Zweck rieche nach Notstand oder Katastrophenfall, ist schlichtweg verlogen. Wenn Zehntausende unorganisiert durch dicht bevölkerte Gebiete wandern, ist das ein Katastrophenfall und Teile Europas erleben dies derzeit hautnah.
Die Kriterien für die Anerkennung und die Unterbringung müssen klar und deutlich formuliert sein. Wer wird aufgenommen und wie viele? Wo werden sie untergebracht? Die Kunst besteht darin, den richtigen Mittelweg zwischen den Bedürfnissen und Wünschen der Flüchtlinge, zu denen beispielsweise der Wunsch gehört, in Länder zu gehen, in denen bereits Verwandte leben, und den Kapazitäten der verschiedenen Länder zu finden. Doch das uneingeschränkte Recht auf Bewegungsfreiheit sollte begrenzt werden, allein schon aufgrund der Tatsache, dass es gar nicht existiert, nicht einmal für Flüchtlinge. Denn die Frage, wer es wirklich schafft, vor allem mit Blick auf die Klassenherkunft, sämtliche Hürden zu nehmen und nach Europa einzureisen, ist zum Beispiel eindeutig eine Frage finanzieller Privilegien. Ich verstehe natürlich, dass für viele die Armee per se negativ besetzt ist. Doch da frage ich mich, wenn Leute eine ablehnende Haltung gegen die Bundeswehr haben, weshalb demonstrieren sie nicht dagegen? Das Budget für das Militär ist dreimal größer als unsere Ausgaben für die Migrationskrise. Wäre es in der Zukunft nicht spannend, der Armee etwas Vernünftiges zu tun zu geben? Und natürlich brauchen wir Richtlinien. Und zwar nicht nur Richtlinien, die unseren Umgang mit den Flüchtlingen definieren, sondern Richtlinien, die den Umgang der Flüchtlinge mit uns definieren. Leitkultur hin oder her, wir müssen uns von dem irrwitzigen Tabu befreien, dass die Erwartung, dass die Flüchtlinge unsere Sorgen und unsere Kulturparadigmen respektieren, eine eurozentrische Bigotterie ist. Denn möglicherweise hat Peter Sloterdijk schon recht, dass die Grenze in erster Linie ein Menschenrecht ist. Und das meint nicht so sehr die Auflösung der Schengener Abkommen, es meint auch nicht die schon lange überfällige Stärkung der europäischen Außengrenzen. Es meint ein grundsätzliches Lebensgefühl jedes Einzelnen, die Erwartung einer Frau, dass man körperlich einen gewissen Abstand von ihr hält und dass man nicht Leuten in die Wohnungen einbricht, nur weil es leicht zu bewerkstelligen ist. An diesem Thema kommen wir nicht herum, auch unsere Politiker nicht. Außer sie möchten, dass hier in Europa die Leute in bürgerkriegsähnlichem Zustand Amok laufen. Und doch, in all dem liegt ein riesiges Versäumnis zwischen den Flüchtlingen und uns, zwischen den Xenoi und der Polis. Hierin liegt Žižeks zentraler Lösungsansatz, der dem Buch auch ein wenig seinen deutschen Titel gibt. Wann fangen wir endlich an, uns mit den Flüchtlingen zu assoziieren, und zwar zu einem gemeinsamen Klassenkampf gegen jene Größe, die nicht nur die Flüchtlinge heimatlos gemacht hat, sondern uns über Jahrzehnte um Billionen an Steuergeldern geprellt hat. Denn dies ist dieselbe Größe und dieselbe Schicht. Wir haben in Wirklichkeit einen gemeinsamen Feind. Dieser Feind reibt sich kichernd die Hände, während die Pegida marschiert, während die Flüchtlinge die Kontinente überqueren und wir uns in einer der größten Polaritäten der Gegenwart befinden. Žižek schreibt an dieser Stelle: Aus dieser Sackgasse findet man nur einen Ausweg, wenn man über die bloße Toleranz gegenüber anderen hinausgeht. Respektiert die anderen nicht einfach nur, bietet ihnen einen gemeinsamen Kampf an, da unsere Probleme heute gemeinsame Probleme sind. Und das ist der zentrale Punkt. Wir müssen Kompromisse bei unserer Lebensweise eingehen, aber wir dürfen keine Kompromisse bei unserem Kampf um unsere Zukunft eingehen. Doch das ist ein Problem, denn im Augenblick handeln wir ja genau umgekehrt. Wir gehen unentwegt Kompromisse bei unserer Zukunft und unseren Idealen ein, während wir uns jeglichem Kompromiss bei unserer Lebensweise verweigern. Wie gesagt, diese Dinge machen uns erpressbar, denn unsere Konsumsucht, unsere Anspruchshaltung, die Erwartung eines magischen Zauberstabs, der unsere Probleme löst, während wir uns nicht verändern müssen, versetzt uns in eine Abhängigkeit von Lügnern und Heilsversprechern. Dabei sollten wir selbst unser Schicksal in die Hand nehmen, statt es einigen verkorksten Bürokraten in Brüssel zu überlassen. Und vor allem müssen wir unsere Scheuklappen ablegen und uns dem Sturm der Zukunft stellen, denn dieser wird kommen, ob wir es wollen oder nicht. Žižek schreibt dazu: Die Antwort auf all diese Fragen besteht nicht in irgendeiner schwammig formulierten Bewegungsfreiheit für alle, sondern in einem sorgfältig geplanten und gut organisierten Veränderungsprozess. Europa muss seine Verpflichtung bekräftigen, die nötigen Mittel für ein würdevolles Überleben der Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Es darf keine Kompromisse geben. Migrationen im großen Stil sind unsere Zukunft und die einzige Alternative zu einer solchen Verpflichtung ist eine neue Barbarei, was manche den Kampf der Kulturen nennen. Die schwierigste und wichtigste Aufgabe aber besteht in einem radikalen ökonomischen Wandel, der die Verhältnisse abschaffen sollte, die zu Flüchtlingsströmen führen. Die Hauptursache für die Flucht liegt im globalen Kapitalismus und seinen geopolitischen Spielen selbst. Und wenn wir ihn nicht radikal ändern,
werden sich zu den afrikanischen Flüchtlingen bald welche aus Griechenland und anderen europäischen Ländern gesellen. In meiner Jugend nannte man solch einen organisierten Versuch, das Gemeingut zu regulieren, Kommunismus. Vielleicht sollten wir ihn neu erfinden. Es reicht daher nicht, der kommunistischen Idee treu zu bleiben. Nein, man muss in der historischen Wirklichkeit nach Antagonismen suchen, welche diese Idee zu einer praktischen Dringlichkeit machen. Die einzig wahre Frage ist heute: Lassen wir die vorherrschende Naturalisierung des Kapitalismus zu? Oder beinhaltet der heutige globale Kapitalismus Antagonismen, die stark genug sind, um seine unendliche Reproduktion zu verhindern? Es gibt vier solche Antagonismen: die sich abzeichnende Gefahr einer ökologischen Katastrophe, die Unangemessenheit der Idee des Privateigentums für das sogenannte geistige Eigentum, die sozialethischen Implikationen neuer technologisch-wissenschaftlicher Entwicklungen, insbesondere in der Biogenetik und, last but not least, neue Formen der Apartheid, neue Mauern und Slums. Wir müssen also erkennen, dass wir und die Flüchtlinge eins gemeinsam haben. Wenn auch wir hierbei wie die Betuchten aussehen und sie die Besitzlosen sind. Doch wir haben einen gemeinsamen Stachel in der Seite, einen gemeinsamen Schmerz. Wir alle sind die Ausgebeuteten und die Unterdrückten. Auch dieses ach so reiche Deutschland sähe ganz anders aus, wenn hier nicht 40 Jahre lang der Hardcore-Neoliberalismus gewütet hätte. Ja, ich weiß, dass die Maschmeyers es super haben, aber viele Schulen darben am Abgrund und jede weitere Generation erscheint eine Spur ahnungsloser. Wir haben also eine gemeinsame strategische Linie mit den Flüchtlingen, denn ihnen wie uns hat man eine Menge Geld unterschlagen. Mittel zum Leben, Mittel zum Aufblühen, Mittel zur Bildung und Wege in die Zukunft. Das war also meine Analyse des Buches von Slavoj Žižek. Ich kann das jedem empfehlen, der mal Interesse an einer philosophischen Lektüre hat, die nicht nur sehr kurz ist, sondern sehr gut lesbar. Und teilweise auch dank der provokanten Tonart recht spannend. Und somit lest Bücher, seid neugierig und lasst euch nicht polarisieren.